Hey ho, YouTube, ich hab vorhin einen Rechnerabsturz gehabt, genau an der Stelle jetzt. Ich habe jetzt nochmal überlegt, was ich machen werde. Ich werde meinen Typen so lassen. Ich habe ja in meiner ersten Folge habe ich nicht gezeigt, wie ich den zu Ende designt habe. Ihr seht es nochmal. Ansonsten werde ich... Ja, nee, passt schon alles so. Komm hier, weiter. Gefällt Ihnen Ihre Figuren? Natürlich. Dann werde ich noch mehr die Special-Teile bearbeiten, denn ich glaube, ich werde nicht so viel auf Intelligenz setzen. Ich bin dann nicht so der intelligente Junge, sondern werde eher auf noch etwas Beweglichkeit und Ausdauer setzen. Ich wollte mir eventuell nämlich eher so einen Kämpfer-Typen machen. Also so einen Survival-Kunden, und da mache ich mir noch ein bisschen so... Ja, seht ihr ja. Dann wollte ich noch die Spezialfertigkeiten bearbeiten. Meat. Ja, da kann ich ja gar nichts bearbeiten. Das ist jetzt halt so. Ja, jetzt bin ich nämlich zu Ende. Und also jetzt bin ich fertig designt. Jetzt kann ich nochmal austreten. Ich will nochmal austreten gehen. Nein, jetzt kann ich den Ward 101 verlassen. Das war dieser Bunker, der dort, der uns beschützen sollte vor der Außenwelt. Aber ich glaube eher, das war so ein bisschen wie eine Diktatur. Die wollten uns einfach nicht rauslassen. Deshalb verlasse ich das jetzt, weil ich ein Idealist bin, wie so der Obertyp, der Aufseher, gesagt hat. Also dann, fertig, Ward 101 verlassen. Wenn Sie jemanden heimlich in der Tasche greifen und eine Mine von einer Granate in ein Inventar legen, wird das zu schnell gehen. Und es ist extrem hell. Aus der Ward ausbrechen. Yeah. Okay. Meine Gesundheit ist niedrig, sollte ein Stimpack verwenden oder etwas trinken. Das ist eine gute Idee. Werde ich jetzt auch erstmal machen, weil ich weiß jetzt echt hier nicht, was... Stimpack. Wie viele? Na. Abbrechen, komm. Ja, komm. Okay. Level erhöht. Ich kann... Vielen Dank. Ich kann mich etwas stärker machen. Das werde ich... Ich finde Energiewaffen ja gar nicht so schlecht, aber ich glaube, weil die Teile habe ich ja noch gar nicht. Werde ich jetzt hier ein bisschen auf kleine Waffen setzen. Nicht alles, aber ein bisschen was. Medizin, Stimpacks sind auch immer wichtig. Und ansonsten, waffenlos wollte ich eigentlich nicht kämpfen. Im Nahkampf fand ich jetzt auch noch nie so doll. Sprengstoff haben wir ja noch nicht. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen was auf... Computer mit beschränkten Zugriff hacken. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen was auf Sprache setzen, um mit den Leuten hier ein bisschen mehr zu kommunizieren, weil wir wollen ja nicht sprechen, wie als wären wir irgendwelche ein Extra werden. Ah ja, genau. Jetzt kann man nämlich mit den einzelnen Leveln, also Level 2, Level 4, Level 6 und so, halt alle zwei Level, kann man einen Special-Punkt, einen Extra machen. Und da gibt es zum Beispiel Dieb. Mit jedem weiteren Rang des Extra Dieb erhalten Sie sofort einen Bonus von 5 Punkten auf Fertigkeit Schleichen und Dietrich, brauche ich ja jetzt eigentlich nicht. Heller Kopf, mit jedem Rang des Extras Heller Kopf werden beim Gewinnen von Erfahrungspunkten weiter... Das finde ich gar nicht so schlecht zum Anfang. 10% mehr Erfahrung, ist geil. Schnelleres Aufsteigen der Leveln. Intensives Training können Sie beliebigen Ihre einzelnen Punkte hinzufügen, ist auch nicht schlecht. Lady Killer... könnte... Kann man sich überlegen, im Kampf fügen sie weiblichen Gegnern 10% mehr Schaden zu, außerhalb des Kampfes bieten sie sich ihnen Umgang mit Vertretern des eigenen Geschlechts manchmal einzigartig. Ja, finde ich auch nicht so toll. Jahrelange Übung als Little Lichu, ja, das ist Nahkampfverstärkung, Vater-Söhnchen, Wissenschaft und Medizin verbessern, Waffenfreak, kleine Waffen und reparieren. Ich wäre für das... für den hellen Kopf. Ganz ehrlich, 10% mehr Erfahrung, nehme ich doch mal glatt. So, dann gehen wir hier mit meiner Polizeiausrüstung und dem Baseballschläger in den Kampf. Gucken uns hier mal das Schildchen an. Scenic Overlook. Nun ja. Ihr seht, das ist jetzt hier nicht mehr so die
High-End-Grafik. Aber es ist ein extrem geiles Spiel. Ein bisschen postapokalyptisch finde ich auch nicht schlecht. Ich laufe irgendwie sehr. Oh. Ich habe einen Funksignal erfasst. Das können wir jetzt hier mit meinem Datenradio. Galaxy News Radio. Okay. Da hinten bewegt sich was. Dort hinten. Was ist das? Es schwebt. Öffnen Briefkasten. Was ist das? Ja, nehmen wir einfach mit. Ah, das ist auch nicht schlecht. Und Splittergranaten nehmen wir immer. Alle nehmen. Der labert hier gerade irgendwas von... Ach du Scheiße, was ist das denn? Das ist ein Tresor. Läuft dann, safe. So. Mit einem Schraubenzieher drehen sie Maus, die Haarnadel drehen, F, Schloss aufbrechen. Je näher die Haarnadel an der konkreten optimalen Position ist, desto weiter dreht sich das Schloss, bevor die Haarnadel abbricht. Nun, wenn sie... Haha, also so ein bisschen wie bei Skyrim, denke ich mal. So ist es nicht. Ah ja, okay. Also genau wie bei Skyrim. Kronkorten, Medizin... Ach komm hier, buff out. Nehmen wir alles. Komm. Komm, wir nehmen jetzt hier einfach mal alles erstmal mit. Augenbots der Enklave. Nun ja. Chillen wir hier mal ein bisschen in der... In der Kaffeetassen. Söldner. Unruhestifter. Vorkriegsgeld. Okay, warte. Das können wir doch eigentlich gleich mal anlegen. Ich glaube nämlich, das ist besser wie unser Zeug hier. Schutz 3. Schutz 8. Wir haben hier einen Schutz 8. Aber wie sieht denn das jetzt aus? Oh. Nein. Kommen wir wieder hoch. So. Sieht doch schon klein mal viel panzermäßiger aus. Ein bisschen Unruhestifter. Ach, komm, jetzt ja. Öffnen den Kühlschrank. Komm, hier nehmen wir alles. Essen ist immer gut. Das macht Reichtum ansehen. Das macht es. Öffne den Koffer. Hier ist noch was in den Koffer. Frühlingsoutfit. Komm, Frühling nehmen wir immer. Wenn John Henry Eden ein Land aufbaut, baut er es dauerhaft. Auf amerikanische Art. Hat mein geliebtes Amerika das denn nicht verdient? Oh. 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 Jetzt habe ich das Radio kaputt gemacht. Sorry, Kumpel. Das war nicht gut. Verkaufsautomat. Nuka-Nuka. Nuka-Cola. Nicht Coca-Cola, sondern Nuka-Cola. Eine leere Mülltonne. Ach, kann man hier denn nicht irgendwie rennen? Ich bin irgendwie übelst langsam. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Körperteile heilen. Es gibt drei Möglichkeiten, ein verkrüppeltes Körperteil zu heilen. In einem Bett schlafen, einen Arzt finden oder Selbstheilung mittels Stimpack. Stimpack. Hierdurch wird auch direkt in deinem Körperteil mit einem Stimpack ein verkrüppeltes Körperteil direkt heilen. Wechseln Sie in Ihrem Pitboy in Ihrem Bildschirm Statistik und klicken Sie mit dem linken Maustab auf das Körperteil. Okay, also ich muss hier auf Statistik. Oh. Jetzt habe ich das... So, jetzt habe ich hier meinen Körperteil wieder geheilt und... Kann weitergehen! Ein Hydrant. Oh. Nein, jetzt habe ich Wasser getrunken, was radioaktiv verstrahlt ist. Scheint aber gerade nicht allzu schwierig zu sein.
So, ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich eigentlich hin muss. Daten, Weltkarte. Ward 101, Spring, Wave und... Geht's hier sonst noch irgendwo hin? Aufgaben, der tritt in einen Fußstapfen und Namen gelegen haben. Megatron. Geht's denn hier? Wenn mir jetzt noch jemand sagt, wo Megatron ist, dann wäre ich schon mal wesentlich zufriedener. Aber hier, das Haus sieht ja noch ganz bewohnt aus. Einen Ort, den man wirklich... Oh Gott, oh, komm. Wer zum Teufel sind Sie denn? Woher sind Sie gekommen? Hat Moriarty Sie geschickt? Wer ist Moriarty? Colin Moriarty, der Besitzer von Moriarty Saloon in Megatron. Dieser Drecksack ist überzeugt, dass ich ein verrückter Junkie bin und ihm Geld gestohlen habe. Sprache 26, geben Sie mir einfach die Kronkarten und ich sage Ihnen, dass Sie... Langsam erzählen Sie mir die Version der Geschichte. Mit Junkies gebe ich mich in... Ja, komm, Ihre Version. Wissen Sie, ich habe für diesen Fiesling gearbeitet. Ich habe für ihn... Sie wissen schon. Anderen Kerlen einen Gefallen getan. Mir hing das bald zum Hals heraus. Ich sagte Moriarty, dass ich meinen Teil nehme und gehe. Ich schlief sogar mit ihm, um die Abmachung zu besiegeln. Am nächsten Morgen sagte er mir, dass ich nicht gehen könne. Also bin ich abgehauen. Ich schnappte mir mein Geld und lief davon. Jetzt hat er mich als Diebin und Junkie bezeichnet und seine Kumpane auf mich gehetzt. Ich schätze, ich brauche ein neues Versteck. Behalten Sie einfach die Kronkunden und ich sage mal, dass sie weg sind. Geben Sie mir ein paar. Nee, ich glaube, die will mir keine geben. Ah. Das würden Sie für mich tun? Ich kann es kaum fassen. Dabei kennen Sie mich doch kaum. Danke. Passen Sie da draußen gut auf sich auf. Gegen gewisse Gegenleistungen. Stehlen. Sprechen Silver. Lass mich vorbei. Aktivieren Radio. Auskommen. Und die Fraps-Aufnahme ist gerade... Komm, jetzt. Fraps. Fraps. Ich würde mal kurz beenden, weil Fraps will mich gerade wirklich nicht mehr, überhaupt nichts mehr machen lassen. Bin gleich wieder da. So, wer zum Teufel sind Sie denn? Jetzt bin ich wieder da. Meine Fraps-Aufnahme war gerade im Arsch. Ihr müsst jetzt nochmal das Gespräch ganz schnell aushalten. Ich mach das jetzt hier, komm, schnell durchklicken. Langsam erzählen wir Ihre Geschichte. Behalten Sie die Kronentalk und sagen mal, dass Sie weg sind. Ja, ich bin ein netter Mensch. Das Ödland der Hauptstadt. So, und wieder sind wir im Ödland. Auf zu Megatron. Das war ja hier so die Maxstadt, die Hauptstadt, wie uns bis jetzt gesagt wurde. Allerdings habe ich null Ahnung, wo die jetzt eigentlich sein soll. Ich suche mir hier einen Ast ab mit meinem Ast. Und finde die aber irgendwie nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier in die Richtung. Wird schon schief gehen. Ich darf bestimmt gleich alles tothauen. Oder warte mal, vielleicht gucken wir jetzt hier nochmal auf die Weltkarte. Springbrave, das Ödland der Hauptstadt, Megatron. Habe ich nicht irgendwie eine... Nicht irgendwie so eine Karte? Notizen. Notiz von Papa. Kennen wir... Notiz von Papa. Moment, Jonas. Ich muss das zuerst aufnehmen. Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Ich hoffe auf dein Verständnis. Fürchte aber, dass du mir böse sein wirst. Ich habe lange darüber nachgedacht und schließlich beschlossen, dass es für dich besser ist, wenn du es nicht weißt. So viele Dinge hätten schief laufen können. Und es ist wirklich unmöglich abzuschätzen, wie der Aufseher reagieren wird, wenn er es herausfindet. Es ist das Beste, wenn er mir die Schuld an allem geben kann. Natürlich weißt du bereits, dass ich fortgegangen bin. Ich musste es einfach. Du bist jetzt erwachsen und kommst gut alleine zurecht. Vielleicht können wir uns eines Tages wiedersehen. Ich kann dir nicht sagen, warum oder wohin ich gegangen bin. Ich will nicht, dass du mir folgst.
Wir wissen alle, dass das Leben in der Vault alles andere als perfekt ist. Aber zumindest bist du hier sicher. Allein dieser Gedanke hält mich am Leben. Ich will ja keinen Stress machen, aber mir wäre wohler, wenn wir das hinter uns bringen würden. Okay, ich bin bereit. Mach's gut. Ich hab dich lieb. Okay. Mein Papa ist abgehauen, das ist scheiße, aber... Entdeckung. Die Schule. Schick. Sieht aus wie bei mir die Schule. Also wenn mir gleich irgendwelche Mutantenkinder über den Weg laufen, dann schrei ich. Oh! Apropos. Komm schon. Ich würde vorschlagen, wir wechseln hier erstmal die Waffen. Gegenstände. Waffen.